Hallo zu einem ersten Kochvideo. Ja, irgendwie ein bisschen komisch das Gefühl, zu nochmal so ein Video machen, aber wir probieren es mal los. Was gibt's heute? Es gibt Chili con Carne. Als erstes tue ich das ganze Zeug so schnipsen. Zwiebeln. Ja, und dann gibt es auch noch Schnittlauch und Chili natürlich dazu. Und kleine Frühlingszwiebeln. Ein Bund Peterli und ein Brokkoli. Es muss natürlich auch was Gesundes drin sein. Was natürlich auch nicht fehlen darf, sind Maiskörner, Kiwi-Bohnen und Tomaten. Und das Allerwichtigste, ach, schon mal kein Hackfleisch. Bei mir kommen noch ein bisschen Essiggurken rein, damit es eine coole Säure hat. Und was auch gar nicht fehlen darf, ist Sambal. Öl weg. Ja, und Öl. Öl braucht man natürlich fürs Abbraten. Dann fangen wir jetzt einmal an, das Ganze zu uns klein schnipseln. Hallo! Und da bin ich wieder. So, jetzt geht es weiter mit, nachdem wir es mal geschnitten haben, mit Anbraten. Dafür nehme ich Rapsöl. Ich finde das beste Öl. So, da habe ich einen Schuss, wie man sieht. So, und jetzt kommen die Zwiebeln. Da habe ich das so heiße Öl. Und Hackfleisch kommt gerade auch noch drin. Dann haben wir so einen Platz. Natürlich haben wir die Hände auch immer wieder gewaschen. Ein bisschen abbraten zuerst. Jetzt ist es ein Brötchen. Wir müssen ein bisschen warten, bis wir es wieder umrühren. So, und während dem Brötchen kommt bei mir einmal ein bisschen Superpulver, die Bouillon. So 2-3 Teelöffel und das Glas Wasser. Und heißt wieder umrühren. Wie man sieht, esse ich gerne so Zeugs, weil der Winterspeck, den habe ich schon. So am Köcheln. Dann tun wir gleich mal diese Büchse aufmachen. So ein kleines Büchschen Mais. Da sind wir ein bisschen Wasser drin. Da leeren wir natürlich weg. Aber es ist Böhnli, gibt es Töhnli. Auch hier kommen dann drin und das Wasser von denen. Das sind. Kommt natürlich direkt über mein T-Shirt. Wie es natürlich in einem Kochvideo sein muss. Aber wäre ja langweilig, wenn so etwas passieren würde. So, mit dem verdreckten T-Shirt geht es weiter. Jetzt kommt die Tomatensauce rein, die Kidneybohnen kommen rein, der Mais kommt rein. Und was ich ganz vergessen habe, was man eigentlich am Anfang drin tut, ist das Chili-Zwiebelzeug für die Schärfe. Da ich was gegen Foodwaste habe und wir Menschen halt einfach immer so viele Lebensmittel wegschmeißen, die man eigentlich gleich könnte brauchen, habe ich auch vom Brokkoli den Strunk abgeschnitten. Den kann man nämlich auch verwerten auf den Suppen etc. und Co. Man tut einfach die Schale, die harte, die tut man fein abschneiden. Und wenn da innen ein bisschen was Boni schneidet, man es weg.
klein hacken und dann schmeißen wir das Gadau rein. So, und das ist die Ausbeute vom Strunk. Ich werde doch schauen, wie man das jetzt vorgeworfen hat. Das kommt auch rein. Da brutzt es schon langsam. Oder köchelt so langsam vor sich hin. Schmecken tut es auf jeden Fall schon gut. So, und jetzt kommen noch die Kartoffeln rein. Der Schnittlauch kommt noch dazu. Und der Peterli. Rühren wir das Ganze wieder um. Langsam fühlt sich der Topf auf. Wir haben jetzt scharfe Zwiebeln drin und jetzt kommt noch Sambal Oelek, das ist die süße Schärfe, sage ich dem. Und von dem hauen wir dann auch so. Nichts drin auf jeden Fall. So, und da ich gerne Geschmacksexplosion habe, kommen bei mir auch noch ein bisschen Gurken drin. Stabilisierungstaktik. So. Wie man jetzt hier gerade sehen kann, ist, es wird langsam dick und ist immer so flüssig. Dann kommt bei mir immer noch mal ein Glas Wasser rein, damit das ein bisschen verkochen kann. Und das verdampft ja dann auch mit dem auch ein bisschen Tomatenmark. Tja, mein Glas Wasser ist da. So, mit Tomatenmark rein. Und bis jetzt sind noch gar keine Gewürze drin. So, jetzt kommen wir zu Würzen. Da könnt ihr natürlich alles nehmen, was euer Herz begehrt. Bei mir kommt da Paprika drin, der scharfe. Da kann man gut drin tun. Ein bisschen Rosmarin. Ich habe noch so als Hackfleisch gehört, soll man vorne finden. Ganz wenig Fondant. Pfeffer darf nicht fehlen. Bin ein ordentliches Chili, denn es muss so richtig scharf sein. Zwei Spritzer Maggi. Ups. Und was auch noch sehr wichtig ist, wenn es schmecksträger ist, ist Salz. Jetzt lassen wir es köcheln, bis es ein bisschen reduziert ist und dann machen wir mal einen Geschmackstest. Kommt's gut? Sag mir falsches. Wird scharf. Aber wird es scharf? Es wird scharf. Einmal, zweimal oder dreimal? Hm. Hast du Hunger? Ja. Braucht einmal ein bisschen lang, bis ich da das habe. Einmal weißt du, als ob ich schon so viele Videos aufgenommen habe. ASMR beim Kochen. Mm. Ja, mit Tomatensauce arbeiten wir jetzt, dann gibt es einen guten Trick, um die Bitternis wegzunehmen. Und das ist Zucker. Ganz einfach einmal weißer Zucker.
Da tue ich jetzt einen Teelöffel in den Küften. Rein. Natürlich entspricht das null an einem Originalrezept, sondern einfach das ist meine Art, wie ich es mache. Man kann auch Zimtstangen rein tun. Viele machen das. Es gibt anscheinend sogar auch Chili mit Schoki. Also, soll es geöppert, wenn man mal scharf sein, kann man ganz einfach Lasagne drin tun und dann nimmt man die Schärfe. So, jetzt probieren wir es mal. Ich habe da noch griechischen Joghurt drauf, ein paar Backerbsen oder Supererbsen und ein bisschen Oregano. Probieren wir. Ah, voll geil. Mmh. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein erstes Video und ja, hat Spass gemacht. Die nächsten Videos werden hoffen, muss ein bisschen besser. Es ist ein bisschen ungewohnt, um mit der Kamera zu schwätzen. Ja, Zutaten finden wir hier am Schluss des Videos.